So bereiten Profi-Immobilienmakler Objekte für den Verkauf vor. Und in diesem Video möchte ich meine Beobachtung und vor allen Dingen meine Erfahrung aus über 30 Jahren Immobilienverkauf mit dir teilen. Und zuallererst einmal schauen wir uns mal die Käuferseite an. Ein Käufer möchte eine Immobilie erwerben. Was ist das Erste, was der Käufer sieht? Das Erste ist ein Exposé. Das Zweite, was er sieht, ist eine Anfrage, die er macht. Kriege ich eine Antwort? Aber das ist alles schon Verkaufszyklus, das ist alles schon Verkaufsablauf. Wo die Vorbereitung hochploppt, also wie gut war eine Vorbereitung einer Immobilie, ist dann, wenn ein Käufer oder ein Interessent mehr über die Immobilie erfahren will, als das, was im Exposé drin steht. Und zwar, wenn er Unterlagen braucht für seine Finanzierung oder wenn er Fragen hat oder bei der Besichtigung eine Frage hat. Und das Bild, was dann kommt, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine echte Vollkatastrophe. Immobilienmakler, die keine Antworten haben auf einfachste Fragen, wie alt ist die Heizung oder was sind da für Fenster, sind die doppelt verglast, sind die dreifach verglast, welche Renovierungen wurden gemacht, welche Sanierungsmaßnahmen wurden durchgeführt, ja, gibt es irgendwo einen Renovierungsstau, ist irgendwo Feuchtigkeit, gab es irgendwelche Vorschäden? Und das sind nur einfache Dinge, nur ganz einfache Dinge, die ich gerade hier nenne. Im Endeffekt kann man sogar den Immobilienverkauf mal ganz simpel vergleichen mit dem Kauf eines gebrauchten Autos. Wenn der Verkäufer eines gebrauchten Autos die Motorhaube freiwillig öffnet, habe ich als Käufer schon direkt ein viel besseres Gefühl. Weil ich weiß, ey, der hat nichts zu verheimlichen. Wenn ich als Kaufinteressent mit einem Immobilienmakler zu tun habe und ich merke schon am Anfang, dass der Immobilienmakler seine Hausaufgaben nicht gemacht hat. Und Hausaufgaben sind die Aufbereitung der Immobilie für den Verkauf. Und das meint natürlich nicht nur ein paar schicke Bilder, sondern es meint vor allen Dingen erstmal die Sammlung aller Unterlagen. Und zwar alle Unterlagen sind damit gemeint. Und zwar vollständig. Und wenn ich mir in so manchen Gesprächen selbst sehr erfahrene Immobilienmakler, die schon 10 oder 15 oder 20 Jahre auf dem Markt sind, was überhaupt nichts heißt im Übrigen, sondern die Frage ist, wie gewissenhaft ist jemand? Wie detailliert, wie genau sind die Daten recherchiert? Weil wir wissen auch, dass viele Verkäufer Unterlagen eben nicht ordentlich und sauber sortiert haben. Aber genau da ist der Dreh- und Angelpunkt. Weil was hinten raus zum Problem wird, also im Verkauf, in der Abwicklung, in der Durchführung, bedeutet auch immer, dass vorne Fehler gemacht wurden. Und nirgendwo anders, nämlich vorne. Der Makler geht zu schnell in den Verkauf, er sagt, ah ja, ist ja kein Problem, die Unterlagen, die können wir ja noch besorgen. Oder ja, das brauchen wir jetzt nicht, das können wir auch später machen. Genau das, falls du das kennst, kann ich dir eine Sache sagen. Hör sofort damit auf. Ich habe mir eins zur Regel gemacht. Wenn ich nicht alle Unterlagen sauber gesammelt hatte, habe ich den Verkauf nicht gestartet. Ich sorge also vorne erstmal dafür, dass alles geregelt ist. Und dazu habe ich zum Beispiel mal hier eine ganz einfache Checkliste, ja, die bei mir im Coaching automatisch meinen Coaching-Teilnehmern zur Verfügung gestellt wird. Und was ich dir damit zeigen will, ist, diese Checkliste, diese Unterlagenliste, die gibt es für ein Einfamilienhaus, Zweifamilienhaus, die gibt es für Mehrfamilienhaus, die gibt es für eine Eigentumswohnung, bla bla bla. Und der wichtige Punkt ist, wo setze ich die ein? Die setze ich genau in dem Moment ein, wenn ich mit einem Verkäufer einen Auftrag mache. Da wird die eingesetzt. Also, dass ich erstmal dafür sorge, dass ich dem Verkäufer
hier mit dieser ganzen, mit diesen ganzen, mit der Detailansicht aller Unterlagen, die ich für den Verkauf benötige. Das geht bis hin zu einem Schlüssel, den ich für die Besichtigung brauche, beispielsweise. Weil bei mir ist der Verkäufer zum Beispiel nie bei einer Sichtigung mit dabei. Vielleicht schon mal drüber nachgedacht. Ja, wie ist das nämlich, wenn ein Verkäufer bei einer Besichtigung dabei ist und der Käufer sagt, ah, der Teppich gefällt mir nicht oder der Bodenbelag gefällt mir nicht oder das Badezimmer, oh Gott, wie grauslich ist das denn? Wie reagiert denn ein Verkäufer darauf? Ja, aber den will ich nicht haben, an den will ich nicht verkaufen. Der hat meine Immobilie schlecht gemacht. Ja? Also solche einfachsten oder auch ja, echten Probleme, die hochploppen, wenn du darauf nicht achtest. Und ich als Profi, du als Experte, musst alle Eventualitäten im Vorhinein in den Verkauf einordnen, sortieren, analysieren und wissen, was da alles kommen kann. Also machen wir mal weiter. Das heißt, zuallererst mal hole ich mir alle Unterlagen. Weil jetzt stelle ich schon fest, hat der Verkäufer seine Hausaufgaben gemacht? Gibt es einen Ordner? Gibt es irgendwie so eine, ich sag mal, lose Blattensammlung? Unterschiedliche Verkäufertypen haben auf unterschiedlichste Art und Weise ihre Unterlagen sortiert. Logisch, oder? Heißt also, wenn ich da so einen ungeordneten Menschen habe, dann gibt es wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehe auf den drauf und sage, passen Sie mal auf, ich übernehme das alles für Sie. Ich sorge dafür, dass das von A bis Z erledigt ist. Geben Sie mir das, was Sie haben, ich übernehme das. Das ist Variante 1. Oder du hast den ordentlichen Kunden, der hat alles sauber sortiert. Ja, nehme ich mir aber trotzdem den Ordner letztendlich mit, um alles sauber zu sortieren. Der Unterschied liegt aber nicht nur darin, den Ordner mitzunehmen, sondern ihn auch wirklich zu sortieren und nicht einfach irgendwo in ein Regal reinzustellen und dann, wenn es dann irgendwann mal später gebraucht wird, dann rauszuholen und dann anfangen zu kramen und zu sortieren. Und sei mir nicht böse, wenn ich das an der Stelle so deutlich sage, 80% machen es nicht ordentlich. Hier reden wir auch von sogenannter Qualität. Qualität, ein Qualitätscheck, hat nichts mit Geschwindigkeit zu tun, sondern Genauigkeit ist hier gefragt. Und Genauigkeit ist nicht Schnelligkeit. Ja, also das heißt, erstmal gehe ich hin und schaue wirklich genau nach, ob alles da ist. Und das machen wir damit, dann wissen wir genau, wenn was fehlt, ey, wo hole ich mir das jetzt her? Muss ich nochmal zum Mauamt? Muss ich nochmal die Bauakte einsehen? Und ich finde alles wie eine Art Spürnase, Detektiv und sorge dafür, dass ich alles habe. Liegen alle Baugenehmigungen vor? Ja? Weil stell dir doch mal vor, so mal ganz simpel, der Käufer stellt auf einmal eine Frage, wenn es um die Finanzierung geht, und findet dann auf einmal raus, dass der Keller gar nicht genehmigt war. Weil der Käufer nämlich ein Skeptiker ist und es ist rein zufällig der einzige Käufer, der wirklich kaufen will und das auch bezahlen kann. Und der hat jetzt einfach so ein bisschen Schiss in der Hose und der ruft beim Bauamt an. Und dann kriegt er beim Bauamt die Information, hey, dieser Keller ist nicht genehmigt. Ja, und jetzt ploppt das bei dir aus, weil der Makler wieder der Hohlkopf war, der nicht gefragt hat vorher, der nicht hingegangen ist und gesagt hat, lieber Verkäufer, ist der Keller genehmigt? Sind alle Anbauten genehmigt? Ja? Ist das Dach in Ordnung? Und glaube mir eins, Deutschland ist voll übersät von Problemen nach dem Immobilienverkauf. Ja? Und wer der was anderes erzählt, ja, der hat vielleicht zwei Immobilien verkauft und Glück gehabt, ja, aber der hat am Ende des Tages nicht viele Immobilien verkauft. Wer viele Immobilien verkauft hat und nicht sauber und ordentlich arbeitet, der wird solche Probleme exakt kennen. Okay, schauen wir weiter. Jetzt haben wir das erledigt. Das heißt, wir haben alle Unterlagen gesammelt, die übrigens auch wichtig sind, weil wenn du die Unterlagen nicht sauber hast, also die Objektvorbereitung machst, dann kannst du ja überhaupt gar kein vernünftiges Exposé erstellen. Wie soll denn das überhaupt gehen? Oder du kannst vielleicht so ein rotziges, dahingeklatschtes Standard-Exposé abliefern, ja, was jeder Kaufinteressent an jeder Ecke findet.
Ja? Und warum machen wir das eigentlich? Warum mache ich mir hier die Arbeit oder warum machen meine Makler, meine Kunden, meine Teilnehmer sich hier an der Stelle viel mehr Arbeit als der normale Standardmakler? Das verrate ich dir und zwar aus einem Grund. Weil hier trennt sich die Spreu vom Weizen. Hier zeigt sich, wer hat sein Geschäft und sein Job im Griff. Und im Übrigen auch, wenn man mal mit Mitarbeitern arbeitet und die haben einen ganz klaren, sauberen Leitfaden, nachdem sie agieren, nachdem sie arbeiten, dann weißt du ganz genau, das Ganze läuft immer wieder in ein und derselben Qualität ab. Und genau darum geht es. Und dann kommen wir in die nächste Stufe. Nämlich jetzt kommen wir in die Stufe, die Vorbereitung für den Verkauf. Das ist nur die Vorbereitung der Unterlagen. Und jetzt haben wir die Checkliste der wirklichen Objektaufnahme für eine Objektakte. Ja? Also für wirklich die komplette Vorbereitung. Du kannst hier sehen, guck mal, ich mache das mal hier so, wie viele Seiten das sind. Ja? Das sind ohne Ende Seiten. Ja? Da wird alles im Detail im Vorhinein festgelegt, wie, was, wo, warum, weshalb, wieso hier zu der Immobilie gehört. Ja? Ob das der Notar ist, wann hat der Kunde uns beauftragt, ja? Liegen alle Verträge, Alleinauftrag, Vollmacht, der Leistungsplan, liegt das alles vor, die Marketingunterlagen, sind die ausgearbeitet, ja? Haben wir die Objektverträge zur bestehenden Immobilie, ist der Grundbuchauszug da, inklusive wo kriegt man den her, ja, wenn nicht vom Notar und so weiter und so fort, Baulastenverzeichnis, Erbbaurechtsverträge. Also, was ich dir damit sagen möchte, ist, wir überlassen nichts dem Zufall. Und vor allen Dingen, ein Profimakler überlässt niemals irgendetwas dem Zufall. Und wenn du Immobilienmakler werden willst oder auf der anderen Seite Immobilienmakler bist und du immer wieder an der Stelle auf den Punkt kommst, dass du Trouble mit Objekten hast oder die nicht verkauft bekommst, dann liegt das in erster Linie genau hieran. Daran liegt es und an nichts anderem, weil wenn du vorne genau sehen kannst, was ist da, also was, und dann kannst du erst entscheiden, wie. Ja? Also wenn das was klar ist, was an Unterlagen, was gehört alles dazu, dann kannst du auch überlegen, okay, alles klar, jetzt habe ich alle Daten, ich habe alle Informationen, alles, was ich brauche und jetzt kümmere ich mich um die eigentliche Vermarktung. Aber dann muss ich mir über diesen Kram keine Gedanken mehr machen, weil ich alles habe und mir nicht nachher irgendein Kaufinteressent einen reindrehen kann. Und jetzt möchte ich noch ein paar Vorteile aufzeigen. Vorteil Nummer eins ist, wenn du das machst, werden Käufer und Verkäufer werden das feiern und zwar vom anderen Stern. Die werden dich lieben dafür, weil sie sofort merken, dass du wirklich was drauf hast, dass du ein echter Expertenmakler bist. Ja, du musst sehr konsequent sein, auch mit den Verkäufern, dass du alles bekommst, was du brauchst. Aber wenn du darüber weggehst, und ich garantiere dir das, wenn du darüber weggehst, über die Unterlagen, kriegst du es nachher doppelt und dreifach in Form von Ärger zurück. Und wenn du schon ein paar Immobilien verkauft hast oder auch mehr als ein paar, vielleicht ein paar Dutzend, dann werden dir solche Probleme schon mal aufgefallen sein. Also mein Rat hier an der Stelle, auf jeden Fall jede Immobilie tipptopp 1A hochprofessionell vorbereiten, damit du niemals in den Engpass reinkommst, dass ein Käufer oder ein Banker oder wer auch immer Unterlagen anfordern muss, die du nicht hast. Weil das stoppt den Verkauf und die Leute springen dir reihenweise ab. Und das gehört dazu. Und das ist nur ein Teil der Vorbereitung. Da sind wir noch nicht bei allem. Ja, aber das, was wir hier machen, ist kein Kindergarten, sondern es ist echtes Profitum. Und genau das ist das Mindeste, was du tun kannst. Oder was wir tun, was wir als Immobilienmakler tun müssen, um da draußen einen super coolen Job abzuliefern. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann tu mir doch einen Gefallen, lass einen Kommentar da oder schreib auch gerne in die Kommentare, wie machst du das? Ja, und abonniere auf jeden Fall den Kanal für viele weitere coole Videos und coole Tipps,
die du von mir bekommst, wenn ich aus dem Nähkästchen plaudere und aus meinen Erfahrungen von über 30 Jahren Immobilienverkauf. Und ich denke, da wirst du den ein oder anderen ziemlich coolen Tipp noch mitbekommen. Und folge mir gerne auf den sozialen Medien wie Facebook, Instagram und TikTok. Folge mir gerne auch auf LinkedIn. Und ja, ich freue mich, dass du dabei warst, mir zugeschaut hast. Und wie gesagt, Daumen hoch und ein Abo dalassen. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin. Ciao.